Die Behörden in Saudi-Arabien haben offenbar einen Anschlag in Mekka vereitelt. Sie haben einen Selbstmordattentäter gestellt, der geplant haben soll, die große Moschee in die Luft zu sprengen, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Der Selbstmordattentäter habe bei der Festnahme Sprengstoff gezündet und ein Gebäude in der Nähe der Moschee zum Einsturz gebracht. Dabei seien mehrere Menschen verletzt worden, darunter die Familie dieses Anwohners. Das Haus gehört meinem Bruder. Ich lebe darüber. Als ich den Lärm hörte, bin ich sofort mit meinen Geschwistern und meiner Mutter rausgerannt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Dann bin ich auch ins Krankenhaus. Das Ganze passierte gegen 9 Uhr morgens. Zudem hieß es, die Polizei habe 5 weitere Militante festgenommen, darunter eine Frau. Mekka zählt zu den heiligsten Städten des Islam. Dort hatten sich zum Ende des Fastenmonats Ramadan mehrere Millionen Muslime versammelt. Es blieb zunächst unklar, wer hinter dem Anschlag steckt.